Oh, ich hab euch ja gar nicht kommen sehen. Wie geht's euch, kleinen Rackern? Wolltet zufällig eine Geschichte hören? Da habe ich eine ganz gute auf Lager. Hier ist die Geschichte, wie Anders unwichtig Weihnachten ruinierte. Es fing alles damit an. Anders, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher weißt du ganz genau den Wunsch deiner Zuschauer? Anders, dass ich so gern ein Video möchte. Ein Special wäre mir recht. Von Anders an Weihnachten. Anders, ich hab dir einen Kommentar geschrieben, dass wir dich alle lieben und ich hoffe, du liebst mich nicht. Anders, ich weiß, es ist schon bald so weit, dass heute ein Video scheint. Anders und die Mysterien der Welt. Copyright, bitte fick mich nicht. Willkommen, meine Zuschauer. Wir befinden uns am Nordpol. Warum hier alles grün ist? Nun ja, Klimawandel? Egal, unser heutiges Subjekt der Untersuchung ist der Weihnachtsmann. Ihr glaubt mir nicht? Klar, wir untersuchen heute den Weihnachtsmann. Ihr Non-Believers. Egal, wir gehen einfach weiter. Es gibt drei Dinge, die Weihnachtsmänner anlocken. Erstens Kinder. Die sind bei meiner Ex. Zweitens Kekse. Und drittens Junge! Mich. Zum Glück habe ich heute grandios eine Kanne Milch. Ups. How could this happen to me? Und Kekse mitgenommen. Ich verstecke mich jetzt hier hinter diesem Baum da hinten und warte, bis der Weihnachtsmann kommt. Wünscht mir Glück. Kekse. Kekse. So hab dich! Hier geblieben! Warte! Ich bin gar nicht dabei, Herzmann! Ich bin sein Bruder! MC Santa! Santa MC! Santa MC! Fuck your bells! Sag ich euch! Denn die ganze Lüge! Denn die ganze Lüge! Warte mal! Du bist gar nicht der Weihnachtsmann! Ich soll wieder meine Zeit verschwenden! Jo! Das ist alles nur ein großes Missverständnis! Ciao! Ach Mann, scheint, jetzt hätten wir heute doch nicht den Weihnachtsmann gefunden. Nun, ich gehe nach Hause. Ein paar Sekunden später. Das ist wieder ein Fehlschlag. Komm, Rüdiger. Los. Mann. Warte mal, Rüdiger, der... Da drüben, da vorne, die Ampel, der war in den Rot,